Einen wunderschönen guten Abend, Stefan. Ja, wo befinde ich mich? Ich befinde mich zu Hause in meinem Arbeits-Kinderzimmer, wo ich diesen wunderbaren Podcast aufnehme. Ich bin heiß. Ich freue mich drauf. Es war ein geiles Fußballwochenende. Viel, viel, worüber wir quatschen und worüber wir reden können. Und von mir aus können wir direkt loslegen. Ich muss mal gerade eben einmal kurz dazwischen. Wir kriegen gerade die Info aus dem Chat, dass dein Ton wohl nicht funktioniert. Deswegen muss ich einmal gerade da reingrätschen. Ja, alles gut. Also, liebe Leute, Stefan haben wir gerade mal darauf Jetzt. hingewiesen, dass der Ton nicht funktioniert. Und er versucht es jetzt gerade zu regeln. Wir testen mal an. Ich habe nur gesagt, wir haben die beste Community da draußen auf der ganzen Welt. Schönen guten Abend zu einer neuen Folge im Westen. Folge 5 hier mit Sven und mit dem Stefan. Das habe ich bis dato gesagt. Aber ist ja schön, dass es jetzt klappt. Und ich habe noch gesagt, geiles Wetter. Denn endlich haben wir mal hier keine 500 Grad in der Butze. Und wir begrüßen natürlich die Leute da draußen, die uns auf den Ton hingewiesen haben. Unter anderem den Pascal, den Kevin, den Chris, den Essener, den hab ich auch. Den Chris und alle da draußen. Wahnsinn, Leute. Geile Nummer. Und ich habe hier heute mal ein Guns N' Roses-Shirt an. Siehst du es, Sven? Ja, ich sehe es, ich sehe es. Ey, was der Vincent Müller da heute abgebrannt hat, das machen die Jungs normalerweise eher am Schlagzeug oder an der Gitarre. Deswegen formgerecht heute einfach mal. Und wir haben natürlich trotzdem einiges heute wieder im Gepäck. Ihr seht schon dort rein oder angesprungen. Dritte Liga und Regio West ist das Thema. Darüber wollen wir sprechen. Heute auch mal etwas größer jetzt hier. Ne? Zack, neues Feature. Jetzt sind wir groß drauf sogar. Können die Leute uns groß sehen? Ja, nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Und wir wollen aber wie immer, Sven, natürlich einmal nochmal über unseren Fahrplan vom Wochenende sprechen. Neue Kategorie hier: Stefan und Sven. Einfach so, ja, so heißen wir. Damit die Leute auch wissen, ey, die labern nicht nur über Fußball, sondern die haben vielleicht auch ein bisschen eine Ahnung und haben auch ein bisschen mal geschaut. Wie soll es bei mir anders sein? Ich habe natürlich Meppen gegen den MSV Duisburg vom heutigen Tage verfolgt, komplett geguckt. Dann habe ich über weite Strecken bis dato noch Hansa Rostock gegen Pauli. Da gab es auch ein sensationelles Tor Oh ja. von John Fahoug. Vorher das 1-0 von Pröger, den der eine oder andere ja auch von Rot-Weiß Essen noch damals kennt. Und dann habe ich mir, ja, vorhin einen Rekordstart-Zielsieg von Bayern München nochmal angeschaut in Bochum und die Bayern. Da haben wir gerade gesagt, Sven, da können wir jetzt schon zur deutschen Meisterschaft gratulieren. Also, wir sind die Ersten jetzt hier, Deutschland, die sagen Glückwunsch an die Bayern und das war bislang zumindest mein Fußballwochenende. Nachher spielt um 22 Uhr noch der FC Barcelona. Da sollte man vielleicht auch nochmal ein Auge drauf werfen. Richtig, richtig. Ja, bei mir sieht es zum einen arbeitsbedingt natürlich ein bisschen anders aus. Am Freitag der Wuppertaler SV im Traditionsduell gegen Alemannia Aachen, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Dann habe ich mir gestern das Vergnügen angetan und habe, weil ich die Zeit hatte, mir Rot-Weiß Essen gegen Ingolstadt angeguckt. Auch da kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber vorab auch schon eine über lange Strecken sehr, sehr starke Leistung der Essener. Und ich habe mir den Bundesliga-Rekord angetan, nämlich das erste Team in der gesamten Bundesliga-Geschichte, das es geschafft hat, mit 2:0 in der 89. Minute zu führen und dann noch zu verlieren. Gab es bisher noch nie in der gesamten Bundesliga-Historie, der BVB gegen den SV Werder Bremen. Das war mein Wochenende bisher in Sachen Fußball. Und ich glaube, da gibt es ein bisschen was, worüber wir reden können und reden sollten. Ja, definitiv. Da ist auf jeden Fall, liebe Leute da draußen, kann ich für jeden schon mal sagen, etwas dabei. Denn kreuz und quer gehen wir einfach durch die Themen, wie ihr es gewohnt seid hier. Jeden Sonntagabend jetzt mittlerweile mit der 5. Ausgabe, Sven. Also so schnell geht es. Und wenn wir natürlich hier über unseren Timetable bzw. über unseren Plan sprechen, dann wollen wir aber insgesamt natürlich nochmal mit unserer ersten Kategorie hier jeden Sonntag anfangen. Und die benennt sich natürlich zum
im Westen Spieler des Tages. Und wenn du, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder den Leuten da draußen. Ich hatte heute schon ein Bild fertig, ein Thumbnail hatte ich schon fertig gemacht. Da war Simon Engelmann drauf und Sven Kreier. Und ich musste es einfach abändern. Das ist noch nie passiert, das ist noch nie vorgekommen. Und das ist keine Diskreditierung gegen Sven Engelmann. Aber was Vincent Müller natürlich heute da gemacht hat, sorry, da musste ich einfach abändern. Und deswegen für mich heute. Aus Drittligasicht einmal Vincent Müller mit der Möglichkeit, ihn zum im Westen des Tages zu wählen. Moritz Stoppelkamp in seinem Alter heute ebenfalls mal wieder ein sensationelles Spiel vom Kapitän, der seit Wochen mega, mega gut drauf ist. Vincent Müller natürlich mit dem 80-Meter-Tor in Meppen. Also ich glaube, alleine deswegen hat er sich die Nominierung verdient. Und du kannst ja mal ganz kurz was zu deinen Leuten sagen. Genau, was wir jetzt einmal kurz erwähnen müssen, wir haben einmal noch bei dem Kollegen vom 1. FCK Marienborn noch den falschen Namen drin stehen. Patrick Kurzen spielt beim SV Rödinghausen und war letzte Woche mit dabei in der Verlosung. Das, was wir da sehen, ist eigentlich Markus Pazurek. Und Markus Pazurek hat sich die Nominierung mit einem Doppelschlag gegen Rödinghausen verdient, der dafür gesorgt hat, dass der 1. FCK Marienborn an die Tabellenspitze der Regionalliga West gesprungen ist als Aufsteiger. Also dazu Chapeau, richtig stark gemacht. Und den zweiten Doppelpacker haben wir dann auch direkt mit dazu genommen. Sven Kreier, der liefert diese Saison wieder ab und ist da, wenn er gebraucht wird, auch jetzt am Wochenende wieder das wichtige 1:1 gemacht und dann am Ende auch die Vorentscheidung des 3:1 dann nochmal nachgelegt gegen wen haben sie dann nochmal gespielt? Gegen den SV Lippstadt, richtig. Gegen den SV Lippstadt haben sie gespielt und gehören jetzt wieder zum, ich sage mal, erweiterten Dunstkreis im oberen Gefilde der Regionalliga West. Also von daher die beiden Nominierungen, wie gesagt, Markus Pazurek einfach, Karl Marienborn, die Jungs machen das momentan richtig, richtig stark in der Regio West. Das muss man sagen. Und währenddessen versucht Stefan gerade nochmal eben kurz den Namen abzuändern, damit wir das auch alles sauber und richtig haben, so wie es sein soll. Ja, mach, ja. Genau, und ich muss ja ehrlich gesagt gestehen, ich verstehe ja, dass du zwei Duisburger drin hast. Ist ja auch nachvollziehbar. Ich hätte aber nach gestern, wir hatten das im Vorgespräch schon mal, ich hätte auch vielleicht sogar ein Essen damit reingenommen. Mir hat gestern unheimlich gut Moritz Römling gefallen, den der Kommentator, schöne Grüße, beim WDR immer mit Moritz Römling Ja, ausgesprochen ja, hat. Der ja. Junge hat leider Gottes kein Doppel-M im Nachnamen, sondern heißt Römling. Den fand ich gestern brutal stark, immer wieder Angriffe initiiert, seine Seite sehr, sehr gut zugemacht und hatte ja auch einen großen Anteil an der Essener Führung zwischenzeitlich. Also, damit der eine oder andere das jetzt auch nicht versteht und liebe Leute, ihr verfolgt uns jetzt schon seit 2 Jahren hier auf diesem Kanal. Es ist ja nicht böse gemeint. Ich habe mich natürlich so ein bisschen leiten lassen von diesem Spiel. Ist ja auch ganz klar, denke ich mal. Ist ja auch normal. Aber ich würde die beiden Leistungen der beiden Erstgenannten einfach extrem weit hoch heute ansiedeln. Insgesamt auch auf dem Spieltag bezogen. Das bedeutet nicht, dass RWE, und da kommen wir ja gleich drauf, wenn wir über die Drittligaspiele sprechen, dass sie nicht eine gute Leistung abgerissen haben, die ersten 85, oder die ersten 85, hört sich auch gut an, gesamt 85 Minuten. Aber das Spiel geht halt hinten heraus 2:2 aus, was jetzt nicht an Römling oder an Engelmann deswegen liegt, ganz klar. Also die haben auch mit Die waren Sicherheit wahrscheinlich ihre, mehr auf dem Platz. genau, die haben ihre Berechtigung definitiv, aber ich glaube, wenn man es jetzt wirklich so Man of the Match mäßig sieht, ist dort halt wirklich ja, Stoppelkamp und ja, Müller sehr, sehr weit hoch anzusiedeln. Von daher meine Nominierung, ne? Vertretbare Entscheidung. Alles gut, Stefan, alles gut. Genau, ich werde es abändern, Sven. Das kriegen wir jetzt gleich noch im Ja. Laufe der Sendung hin. Ich habe aber in der Umfrage jetzt hier im Chat, habe ich sowieso schon richtig reingeschrieben. Also Pazurek, Leute von Kamarinborn. Und wir wollen aber nochmal, bevor wir jetzt wirklich heiß reinstarten, wollen wir jetzt nochmal einmal kurz auf den aktuellen Zwischenstand schauen. Da werden wir nämlich einblenden. Bislang. Unsere Spieler des Tages, Müller, auch damals schon beim ersten Spieltag oder Folge 1, wenn du wirst dich erinnern, an der Bremer Brücke in Osnabrück sensationelles Spiel gemacht. Dann haben wir Vicario von Strahlen, worüber wir gleich vielleicht auch nochmal ganz kurz sprechen, denn Ganz kurz, ja. ja, der liebe Sunday, der hat gesagt, weißt du was, ich habe hier keinen Bock mehr auf die Scheiße, denn ich habe gedacht, ich bin eigentlich beim, ja, bei den. Weiß ich nicht, wo wäre ich denn? Ich bin beim BVB in der ersten Bundesliga. Nein, dann hat er gemerkt, er ist doch in Strahlen, das ist etwas kleiner so ein bisschen. Hätte man ihm vielleicht vorher sagen müssen. Und dritte Folge Engelmann und vierte ja, Folge Grund. Und deswegen suchen wir jetzt zum fünften Mal den Spieler des Tages hier bei im
Westen, Sven. Aber wir wollen natürlich, wie es sich gehört, jetzt mit der dritten Liga mal anfangen. Und dazu habe ich natürlich aus aktuellem Anlass mal das folgende Spiel mitgebracht. Und zwar dieses hier. Das ist natürlich ja schon jetzt ein Ausrufezeichen seitens des MSV, denn 3-0, sehr, sehr, sehr gute Leistung über mehr oder weniger die gesamte Spielzeit. Ich würde mal die ersten Minuten bzw. die ersten 20 Minuten noch als etwas offen beschreiben. Die erste Halbzeit gegen Ende oder beziehungsweise kurz vor Ende der ersten Halbzeit mit Poirier, der dort nochmal einen Lattenschuss ansetzt für den SV Meppen. Da hätte man mit Sicherheit auch noch ein Tor rausspringen können. Aber wie es halt im Fußball so ist, dann läuft auch alles in diesem Moment mal für dich, ne? Also ein Eigentor, Meppen, dann Vincent Müller mit einem Torwarttor aus 80 Metern, wo der Ball über Freund und Feind hinwegfliegt, und Stoppelkamp, der dann noch sensationell wieder einen Elfmeter zieht und den auch noch verwandelt. Also du merkst schon, das sind ja keine normalen Tore jetzt hier, also die aus dem Spiel heraus so mal irgendwie so stattfinden. Man muss auch dazu sagen, weil es jetzt dann nicht negativ klingen soll, du musst das auch erstmal so spielen, ne? Also die Entstehung zum Eigentor, den Elfmeter, den du dann ziehst, den du dann auch verwandelst. Oder aber auch in dem Fall, dass du mal Glück hast, dass der Ball wirklich über alle drüber hinwegspringt zum 2-0. Also der MSV macht im Moment viel, viel Spaß, macht richtig Laune. Und Moritz Stoppelkamp hat es gesagt, letzte Saison wäre das wahrscheinlich alles noch gegen uns gelaufen, solche Dinger. Und mittlerweile hast du halt, man spricht ja immer viel von Momentum, und das hast du jetzt halt gerade komplett auf deiner Seite. Ist ja auch häufig so, wenn du gerade mal irgendwie Punkte sammelst, dann hast du den einen Dreier, dann hast du den nächsten Dreier. Ich habe das eben ja mal gesagt, das hätte nach dem RWE-Spiel auch in eine ganz andere Richtung kippen können. Führst 2-0 gegen Essen, kassierst noch das 2-2, kurz vor Schluss, kurz davor noch das 2-3 zu kassieren, dann hätte die Saison oder auch der Start zumindest in eine ganz andere Richtung kippen können. Aber die Jungs scheinen da wirklich einiges draus gezogen zu haben, gelernt zu haben, auch Thorsten Ziegner, der da ein bisschen was draus gelernt hat aus der ganzen Geschichte. Ich sage nur Stichwort Ekene beispielsweise, und der ist der Kasper Janda, glaube ich, der auf der Sechs spielt, ne? Der im Essen-Spiel nicht dabei gewesen ist, der heute auch wieder dabei war. Also so ein paar Sachen, die er dann natürlich auch rausgezogen hat aus der Nummer. Und der MSV macht es einfach gut. Und gerade wenn du halt so einen Lauf hast, dann hast du die positiven Entscheidungen halt auch auf deiner Seite, ne? Dann macht der Gegner halt auch mal ein Eigentor. Dann rutscht. Also sowas, was da heute mit Vincent Müller passiert ist, ich habe es eben noch mal gesehen. Das ist absurd. Also der MSV ist ja bekannt dafür, kuriose Tore mit Beteiligung eines Torwarts zu haben, eher mit einem eigenen Torwart, Stichwort Marc Flecken, ne? Aber es ist ja schön, wenn das Pendel auch mal in die andere Richtung ausschlägt. Und das ist, wie gesagt, das sind so Momente, die hast du, wenn du gerade einen Lauf hast. Wenn du keinen Lauf hast, wenn es gegen dich läuft, wenn du eben nicht punktest, dann fällt sowas auch nicht rein. Dann verlierst du so ein Ding eher durch ein unglückliches Eigentor mit 1-0 oder sowas. Am besten noch in der 89. Minute. Und sowas sollte man dann tatsächlich einfach auch mal mitnehmen. Daraus kannst du Kraft ziehen für die komplette Saison. Und momentan sieht der Tabellenstand für den MSV nach den leidgeprüften Jahren, ja, zumindest mal ganz annehmbar aus. Das kann ich nur so in dem Fall bestätigen und verweise gleich natürlich auf 21:15 Uhr, wenn es dann im Anschluss mit mir und dem Michael weitergeht, wenn wir hier über die aktuelle Situation vom MSV Duisburg sprechen wollen, wenn wir dieses Spiel nochmal fachspezifisch aufwerten wollen und analysieren möchten. Von daher, liebe Leute, geduldet euch. 21:15 Uhr. Pflichttermin, gerade heute Abend nach diesem 3:0 Auswärtssieg für jeden MSV-Fan da draußen oder aber jeden, der bislang noch kein Abo dagelassen hat. Und deswegen der erste Aufruf, Leute, heute Abend. Vielen Dank, dass ihr schon so zahlreich wieder erschienen seid. Aber ein paar Likes wären noch ganz cool. Das hilft uns in dem Fall immer weiter. Von daher einfach mal reinhauen in die Tasten. Ich sehe schon, wie der Daumen nach oben geht. Das gefällt uns doch sehr. Und dann würde ich sagen, Sven, machen wir mal mit dem zweiten Spiel weiter. Und das hat natürlich auch für ja richtig großes Aufsehen gesorgt. Und zwar hat Rot-Weiß Essen zu Hause gegen die Schanzer 2:0 geführt bis zur 84. Minute. Ich korrigiere mich um diese eine Minute. Bis zur 84. Minute gegen den FC Ingolstadt und hat, ja, wie man auch entnehmen konnte, ein tolles Spiel abgerissen. Ne? Also wirklich die beste Saisonleistung bis dato gegen Ingolstadt, wo man ja auch im Vorfeld dachte, mein Gott, ey, die als Absteiger aus der zweiten Liga und dann in unserer Situation jetzt gerade, dann mit dem Nackenschlag aus Dortmund da letzte Woche, der Golz, was macht der denn da? Dann konnte man schon so Böseres vermuten, aber genau das Gegenteil war der Fall und ja,
Ne? Ich war gestern auf einer Party und oder Geburtstagsparty von einem Dreijährigen, hörte sich jetzt gerade Party, hörte sich gerade so wild an. Dreijähriges Geburtstagskind. Und ich habe gesagt, ja, aber jeder, der selber schon mal auch gekickt hat, der wird es wissen. Im Moment läuft alles gegen dich. Du hattest im Vorfeld der Saison hattest du große Euphorie und dann kommst du irgendwie nicht rein, du hast dir alles anders vorgestellt, du hast Anpassungsprobleme und dann sitzt du da aber und denkst dir, komm, ey, geile Kulisse, wir haben hier einen Gegner, haben wir nichts zu verlieren und dann reißen wir heute mal uns wirklich am Riemen und versuchen mal eine gute Leistung abzureißen. Und das hat Rot-Weiß Essen absolut geschafft. Für mich wird jetzt entscheidend sein, oder nicht nur für mich, sondern für den ganzen Verein, was passiert jetzt nächste Woche in Bayreuth? Das ist das Stichwort. Da kommt es drauf an, weil jetzt gehst du ja mit diesem Ergebnis gefühlt auch wieder raus und hast wieder nichts Richtiges so mitgenommen. Klar, einen Punkt. Super. Aber hättest du diese Aufholjagd, du erinnerst dich an die Geschichte in Duisburg, da warst du dieser moralische Sieger. Jetzt fühlt es sich ein bisschen an, so, boah, war geil, müssen wir uns hochziehen, aber, boah, bis zur 84. und dann 2-0 und dann nur am Ende des Tages mit 2-2 dazustehen. Ein bisschen wenig, aber man hat gesehen, man kann es. Und das ist das Absolut. Entscheidende. Ja, also vielleicht um mal ein bisschen auch auf das Spielgeschehen kurz einzugehen, was wir dort gehabt haben. Du hast es ja gesagt, wenn du überlegst, da trifft ein aktuelles Kellerkind auf den Tabellenzweiten. Ingolstadt ja, ich habe es während des Spiels dann gehört, 20 Leute, die gegangen sind, 12 neue, die reingekommen sind, also ordentliche Fluktuationen im Kader gehabt. Dafür haben sie ja einen sehr, sehr guten Start hingelegt in die dritte Liga, muss man sagen. Aber Engelmann war schon, der hat es natürlich auch gut gemacht, aber RWE hat es im Gesamten einfach sehr, sehr gut gemacht, hat es geschafft, gerade auch in Halbzeit 1 da einfach gar nicht viel zuzulassen. Also es war keine große Gefahr da, die die Ingolstädter trotz der Qualität ausgestrahlt haben. RWE hat das wirklich auch gut gemacht, war in den wenigen Angriffen, in denen sie da waren, waren sie auch in der Regel immer gefährlich. Man hat es gesehen an den beiden Toren, der Elfmeter. Ja, war einer, kann man geben, weil so ein Kann-Elfmeter, Felix Bastians hat es dann mal übernommen, nachdem Cedric Harenbrock ja auch mal im ersten Spieltag grandios gescheitert ist. Ja, aber darüber redet irgendwie kein Mensch. War das für dich ein Elfmeter? Für mich nicht. Ah, schwierig. Also ich war auch eher bei Nein. Ich war von der Bewegung her auch eher bei Nein, was den Elfmeter angeht. Aber gut, am Ende, wir haben keinen Videobeweis in dieser Liga. Und man muss ja auch mal sagen, ne, manchmal brauchst du halt einfach auch dieses Glück. Und das sind dann halt so Momente, ich glaube, daraus hat RWE dann halt auch die Kraft dann gezogen, dieses Spielglück dann auch mal ein bisschen zu erzwingen. Dann das 2-0 durch Engelmann, du denkst, alles läuft in der Bahn. Und Ingolstadt hat ja auch in Halbzeit 2. Da ist nicht viel passiert, das muss man sagen. Und bis dann irgendwann die große Anzahl an Wechseln kam. Dann ging Moritz Römling raus, Sandro Plichati kam beispielsweise ran, Sascha Völke kam hinterher rein für, ich glaube, Lawrence Enali, wenn ich das richtig im Kopf habe, der auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat, Ron Berlinski für Simon Engelmann. Und dann war irgendwas, ist irgendwas passiert, dass dieses Umschaltspiel nach vorne nicht mehr so wirklich funktioniert hat. Du warst nur noch damit beschäftigt zu verteidigen. Ingolstadt kann natürlich auch eine gute Qualität nachlegen auf dem Platz. Das haben sie getan. Und dann hat Tobias Beck dann einfach mal noch kurz gezeigt, hallo, hier sind wir. Wir sind nicht umsonst auf Rang 2 und hat dann mal eben noch das Spiel ein wenig gedreht. Und man musste ja ein wenig Angst haben, dann in dem Moment, dass man da wieder so einen Nackenschlag kassiert und dass man das dann in Gänze plötzlich nochmal hergibt, das Spiel. Am Ende gab es diese Szenen dann dafür nicht mehr, muss man auch sagen. Das hat RWE dann gut gemacht, aber es waren dann halt nochmal 5, 6 Minuten, wo du einfach, ja, dann völlig von der Rolle gewesen bist. Du hast die beiden Tore kassiert und dann warst du von der Rolle. Und wie du es eben gesagt hast, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Du kannst dich auf wirklich guten 84 Minuten kannst du dich berufen und kannst sagen, du hast eine tolle Leistung abgeliefert, das war wirklich stark, darauf können wir aufbauen. Aber du darfst halt auch nicht außer Acht lassen, du hast es am Ende doch wieder verkackt. Also nicht ganz, du hast immer noch einen Punkt mitgenommen, aber du hast trotzdem eine Zwei-Tore-Führung hergegeben, auch wenn es gegen den Tabellenzweiten ist. Und mal schauen, wie Essen das Ganze ummünzt von der Moral her. Ja, der Lukas oder 7 Ukas schreibt hier gerade, Essen hat dann am Ende einfach Pech gehabt, könnte man Oh sagen. ja, schönes Wortspiel. Ja, könnte man sagen, ja. Ja, unglücklich auf jeden Fall. Und man spricht ja so ein bisschen im Umfeld, beziehungsweise wie hat man früher mal so schön gesagt, Sven, du wirst diesen Ausdruck erkennen. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Kennst du das noch? Ja. Ja. Genau. Nein,
dass man irgendwie so ein bisschen noch den Spagat noch nicht ganz geschafft hat. Ich will jetzt gar nicht zu sehr immer nur von der Qualität sprechen, aber dass es irgendwie wohl ein bisschen was mit auch Kondition und mit Tempo, also dieser Unterschied wirklich Regionalliga und Dritte Liga, das sollte ja auch dann nochmal Beweis genug sein mit den Auswechslungen. Du hast es gerade angesprochen, also du hast da eine Reihe von guten Leuten runtergeholt oder holen müssen. Ich habe mir gestern von dem einen oder anderen mal sagen lassen, auch in den Medien, wo das so berichtet, da pumpte man wirklich zum Ende hin. Also man zog sich dann auch zu weit zurück. Ja, also man hatte nicht mehr die Möglichkeit, so richtig dagegen zu halten. Und das war dann wohl des Guten zu viel. Und deswegen ermöglicht dann auch Ingolstadt, obwohl die bei weitem keinen guten Tag hatten, du hast es gerade angesprochen, nochmal die Möglichkeit, zurück ins Spiel zu kommen. Und dann muss man sich halt diesen Vorwurf gefallen lassen. Aber ich glaube, das war mit Sicherheit trotzdem, wenn man jetzt hier Noten vergeben würde, mit Sicherheit das beste Spiel von Rot-Weiß Essen diese Saison. Absolut, aber wie du so eben gesagt hast, spannend wird es nächste Woche gegen Bayreuth, wenn du einen Gegner hast, der wahrscheinlich eher auf Augenhöhe ist als Ingolstadt. Ingolstadt ist, wie du es gesagt hast, ein Gegner, da kannst du eben nicht gegen verlieren, gerade wenn du ein Aufsteiger bist. Ingolstadt hat ganz, ganz andere Maßstäbe, hat einen ganz anderen Kader auch. Und da gehst du halt hin und sagst, ja, dann lass uns mal gucken, wie wir die hier ein bisschen bearbeiten können zu Hause an unserer Hafenstraße vor 17.000 Leuten mit richtig Remi-Demi. Mal gucken, was wir da reißen können. Wenn wir verlieren, reißt uns keiner den Kopf ab, zumindest nicht, wenn es nicht 5-0 ist oder sowas. Und wenn wir irgendwas Zählbares hier mitnehmen, ist alles gut, dann freut sich jeder. Na, nach dem Spielverlauf halt dann nicht ganz unbedingt, aber grundsätzlich ist das halt, ich hätte es halt übertrieben gesagt, als Bonusspiel tituliert, weil du deine Punkte halt woanders holen musst als gegen Ingolstadt. Und Bayreuth ist halt das Kaliber, an dem du dich orientieren solltest, aktuell erstmal, auch wenn das der ein oder andere Essener vielleicht nicht gerne hören wird. Und dann geht es darum, da Punkte zu holen. Und die werden wahrscheinlich auch nicht so wie Ingolstadt das Spiel 90 Minuten lang machen wollen. Und das kam Essen ja da gestern auch zugute. So einfach kann es gehen. So einfach kann es gehen. Und also RWE tritt da so ein bisschen jetzt auf der Stelle. Wir haben es gerade angesprochen, mehrmals jetzt, also gegen Bayreuth. Das wird dann eine enge Kiste. Da sollte man schnellstmöglich in die Spur kommen. Und dann wollen wir uns natürlich, wie es sich gehört, die Ergebnisse insgesamt einmal anschauen, plus die aktuelle Tabelle. Ich werde mal eben umswitchen und jetzt nochmal ganz kurz darauf hinweisen. Ich glaube, es ist jetzt richtig. Da hast du deinen Markus Pazurek, da haben wir ihn noch. Leute, Jawohl. also abstimmen für im Westen des Tages. Und dort seht ihr es nochmal: Müller, Stoppelkamp, Pazurek und Kreier, die dort alle ja richtig Gas gegeben haben. Und jetzt wollen wir mal eben ganz kurz schauen, dass ich auch das Richtige jetzt habe. Wo sind wir denn? Ich glaube, da ist es. Da haben wir es. Ja. Da haben wir doch die Ergebnisse. Plus einmal die Tabelle. Also aus Westsicht, der SV Meppen unterliegt dem MSV heute mit 0 zu 3. Wir haben es jetzt gerade angesprochen. Ab 21:15 Uhr die ausführliche Review dazu, liebe Leute, hier auf unserem Kanal. Dann haben wir den SC Verl, der unterliegt gegen Oldenburg. Und ja, was soll ich sagen zum SC Verl? Ich habe vor Wochen, wirklich, wo ich unter anderem bei meiner Stadiontour war und aber auch schon davor gesagt, das wird ein ganz, ganz, ganz hartes Brett, was die da zu bohren haben. Denn ja, sie haben ja auch letztes Jahr schon gegen den Abstieg gespielt. Cabretti ist nicht mehr da. Aber auch ein Ron Berlinski ist beispielsweise nicht mehr da. Ich glaube, er hat letzte Saison noch 10 Tore gemacht, unter anderem. Dann hattest du ja damals noch dieses, kannst dich noch generell daran erinnern, diese Achse mit Rabihic, mit Yildirim und mit Janjic, Ja. dieses Trio da vorne drin, was dann auch den Ausstieg realisiert hat in die dritte Liga. Sensationell, wie die dann auch in der ersten Saison in der dritten Liga gespielt haben. Davon also natürlich weit und breit keine Spur mehr dort in Verl. Deswegen wird es eine knackige Kiste. Dann haben wir Essen gegen Ingolstadt, gerade angesprochen, 2 zu 2. Und dann haben wir die Viktoria aus Köln, die auch einen richtigen Sprung hätte machen können, die es aber verpasst haben mit der 1 zu 0 Niederlage bei den kleinen Freiburgern, die ja letzten Montag wiederum gegen den MSV verloren haben. Also du siehst schon, die Ergebnisse wanken und schwanken hin und her. Deswegen zeichnet sich aktuell folgendes Tabellenbild ab. Wird den ein oder anderen RWE-Fan da draußen auch wieder so ein bisschen beruhigen, denn Elversberg sensationell nach wie vor oben mit dabei auf Platz 2 hinter den Löwen, die bislang jedes Spiel gewonnen haben. Der FC Ingolstadt durch diesen Punkt geht einen runter, aber ist nach wie vor oben dabei auf Platz 3. Der MSV auf 5, dann haben wir die Viktoria aus Köln auf 8, dann haben wir noch Borussia Dortmund auf 14.
Und ganz hinten leider anzusiedeln Rot-Weiß Essen auf 19 und der SC Verl auf 20. Habe ich was vergessen? Nee, tatsächlich erstmal nicht, zumindest nicht aus Westsicht. Ich finde es immer noch faszinierend, wie sich so Teams wie Dynamo Dresden, der VfL Osnabrück oder Schwer auch tun. Erzgebirge Aue aktuell momentan wirklich sehr, sehr schwer tun und wie Elversberg durch die Liga marschiert. Chapeau, also hätte ich den Jungs nicht zugetraut, außer ein 3:2 in Dresden musst du erstmal machen, gerade als Aufsteiger. Aber auch 1860 München, 5 Spiele, 5 Siege, Startrekord eingestellt in der dritten Liga, schon richtig stark. Auch wenn das am Freitag ja ein dezentes Treterspiel gewesen sein soll. Ich habe es eben nochmal gesehen, ich glaube 14 oder 15 Karten, die es da gab mit Platzverweisen und. Und am Ende doch noch gewonnen mit 3:1 gegen Halle. Also von daher, die Löwen aktuell, glaube ich, auch wirklich verdient da oben. Die wollen es halt jetzt auch einfach mal wissen. Ne? Die wollen jetzt auch einfach auf Gedeih und Verderb. Spielt der MSV in 2 Wochen am 3.9. in 60 an der Grünwalder Straße. Könnte ein Spitzenspiel werden, wenn man die Pflichtaufgabe Absolut. Oldenburg dann nimmt. Aber da wollen wir mal schauen und begeben uns dann mal in die Regionalliga West, Sven. Und da kannst du ja natürlich übernehmen. Und ich glaube, ich fange mit einer Überraschung an, mit welcher Partie wir heute Abend mal reinsteigen. Denn Bin gespannt. pass mal auf. Ah. Warte, 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 jetzt hat die Kamera sich verzogen. Ah, schade, schade, Nicht schade. schlimm, ich sehe die Partie. Ja. Da haben wir nämlich Kahn Marienborn, die ja weiter ganz oben ihre Kreise ziehen. Wahnsinn. Also Kahn Marienborn, dann eben auch noch eben gegen den SV Rödinghausen, die ja eigentlich auch da oben mit rum spielen wollten, um es mal freundlich zu formulieren, sind ja auch in Führung gegangen nach 52 Minuten, tolles Tor dort. Rödinghausen in Halbzeit 1, die etwas stärkere Mannschaft mit besseren Torchancen, aber dann in Halbzeit 2 kam Marienborn aufgedreht, Markus Pazurek 2 Tore gemacht, der zweite, der Elfmeter in der Entstehung, auch so ein Thema, wo du mal freundlich sagen kannst, der ist eher fragwürdig gewesen, dieser Elfmeter. Aber das hat Pazurek jetzt nicht gestört. Er hat das Ding dann einfach da eingeschweißt. Und so kommt es halt, dass Kahn Marienborn zusammen mit dem ersten FC Büren momentan die Tabellenspitze einfach in der Regionalliga West bildet. Also es ist absurd. Auch die werden so ein bisschen getragen aktuell. Und dass die gerade gegen einen Gegner wie Rödinghausen das Ganze umdrehen. Und da will ich einmal auf unseren Gast von letzter Woche noch zu sprechen kommen, Daniel Flottmann. Der Der war uns ja da, jeden, der hat. der auch jeden Sonntag hier immer guckt, der einer der größten Schönen Fans Grüße. ist. Schöne Grüße und Schönen Daniel, du Grüße. bist auf jeden Fall demnächst mal wieder hier am Start. Wir haben ja gesagt, wir verfolgen das und leider sollte es nicht sein. Aber bitte, Sven. Genau, und er natürlich auch auf dem Platz gewesen als Kapitän, hat im Vorfeld ja letzte Woche schon darauf hingewiesen, es ist schwer bei Kahn Marienborn zu spielen. Die sind das einzige Team, was auf Kunstrasen spielt. Ganz kleiner, enger Platz, ganz, ganz komisch. Also ich glaube auch gegen die großen Teams, ich kann mir nicht vorstellen, dass die beispielsweise gegen Alemannia Aachen auf der Anlage spielen können. Das sieht halt eher aus wie so ein Platz, wo du deinen Sonntags-Kreisliga-C-Kick drauf machst, so ungefähr. Ein bisschen überspitzt gesagt. Aber Kunstrasenplatz, der halt dann für die Regionalliga West in einigen Spielen freigegeben worden ist. Und ich glaube, das ist auch echt unangenehm zu spielen für viele Mannschaften, die in 33 von 34 Spielen auf Naturrasen spielen. Und da nutzt Kahn Marienborn das natürlich auch entsprechend aus. Die Truppe ist größtenteils zusammengeblieben, ist nochmal ordentlich verstärkt worden dazu noch. Und dann haben die halt auch die Muße, dass die so ein Spiel gegen den SV Rödinghausen drehen können. Ganz klar. Also von daher nicht unverdient, gerade auch aufgrund der zweiten Hälfte. Und Glückwunsch an die Mannschaft aus Kahn Marienborn. Ich habe, du weißt ja mal, ich befasse mich ja auch immer mit diesen Wortspielen. Also der Leitspruch von Düren ist ja Düren spüren, ne? Also deswegen sage ich ja, die Jungs sind nicht umsonst dort oben mit dabei, ne? Also ist ja schon ein Absolut. Hammer, Hammerspruch von sich. Und wenn du es gerade angesprochen hast, habe ich mich auch mit beschäftigt. Denn die Jungs und die Mädels von Kahn Marienborn, die spielen, weißt du es, wo spielen die? Wie heißt das In, Stadion? wie das Stadion heißt. Weißt du nicht, ne? Ah, Weißt du gar nicht. nein, Soll nein. ich es dir sagen? Sag es mir. Es ist die Herkules Arena. Ach, wie geil. Der Ja, wer schon mit dem Kahnsinn als Wortspiel ja. arbeitet, der darf auch in der Herkules-Arena Ist spielen. das nicht Also, das geil? ist Habe schon, ich das rausgefunden. ist schon richtig gut. Ja. Die Götter aus Kahn Marienborn quasi. Wahnsinn, oder? Herkules Das ist Arena, schon. Kahn Marienborn.
Passt aktuell. Also ich gönne den Lauf. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir was mit dem Aufstieg am Ende des Tages zu tun haben werden. Aber ich gönne natürlich alle Punkte, die sie gegen den Abstieg sammeln und dass wir dann vielleicht so früh wie möglich da unten rauskommen aus der ganzen Geschichte. Und dann nichts anderes wird man dort auch hören. Geht es darum zu gucken, mal gucken, wie viele Punkte man sammelt und wo man am Ende landet. Ne? Man nimmt halt alles mit, was man kriegen kann. Sehr schön gesagt. Und dann kommen wir auch zu unserem nächsten Spiel. Bin mal gespannt, was du dann dazu zu berichten hast. Denn Rot-Weiß Oberhausen haben wir ja auch hier zum Spieler des Tages mit drin. Sven Kreier, der hat mal wieder doppelt genetzt. 3-1 gegen Lippstadt. SV Lippstadt, ja, mit 1-0 in Führung gegangen. Viktor Meier nach seinem Wechsel aus Wuppertal nach Lippstadt in der vergangenen Winterpause, glaube ich, war es, fängt er wieder an zu knipsen wie ein Weltmeister. In Wuppertal verschrien, war nur verletzt und hat den LKW aus 2 Metern Entfernung nicht getroffen. Und in Lippstadt jetzt schon der vierte Saisontreffer. Spielen auch einen sehr, sehr ansehnlichen Ball. Die Lippstädter haben sie auch in dem Spiel wieder unter Beweis gestellt, gerade eben unter anderem mit eben einem Viktor Meier, mit einem Henry Matta beispielsweise, der mit dabei ist, Finn Heiserholt und wie sie nicht alle heißen. Also da sind schon wirklich Jungs dabei, die richtig gut zocken können und die auch die, ich sag mal, Spitzenteams auch problemlos an den Rand einer Niederlage bringen können und auch zu einer Niederlage zwingen können. Das ist ihnen jetzt gegen Oberhausen nicht ganz so gut gelungen, weil halt unter anderem auch ein Ex-Lippstädter was dagegen gehabt hat mit Anton Heinz. RWO mit Sven Kaya mit dem Ausgleich dann nach 24 Minuten. Ja, Marke glücklich. Kreier wollte eine Flanke eigentlich weiterleiten und die ist dann abgefälscht im Tor gelandet. Nimmt er mit, 1:1 und Anton Heinz nagelt dann nach 37 Minuten Volley, ohne groß zu gucken, einen Ball aus, ich glaube, 10 Metern einfach ins Tor rein. Und das war so der Punkt, wo das Spiel so ein kleines bisschen gekippt ist. Kreier macht dann hinterher noch 3:1 in bester Stürmermanier, also richtig stark von ihm wieder gemacht, zwei Tore. Und Lippstadt hat sich danach noch versucht, hat sich auch nicht aufgegeben, hatte auch noch wirklich gute Torchancen dabei. Also die Jungs darfst du wirklich nicht außer Acht lassen und für mich auch kein Team, was in irgendeiner Form mit dem Abstieg zu tun haben wird, sondern die werden sich im, ja, ich sag mal, obere Hälfte der Tabelle kann ich mir die schon vorstellen, aber RWO fängt halt jetzt auch langsam wieder an zu punkten. Und da merkst du so langsam auch so Verpflichtungen wie Leroy Jacques Mickels, der ja dazugekommen ist, der tut sein Übriges dazu. Anton Heinz, ja letzte Saison schon gut unterwegs gewesen, wertet das Ganze nochmal auf. Kelvin Lunga beispielsweise jetzt wieder mit dabei. Also die haben schon eine qualitativ gute Truppe. Dann hätte ich ihnen gar nicht so zugetraut, nach dem, was man eine Zeit lang über den Etat gesagt hat. Und die sind nicht umsonst jetzt wieder mit oben im Dunstkreis vertreten. Ist mir auch aufgefallen. Ich habe mir unter anderem den Spielbericht auch mal angeschaut. Und wenn ich dann sehe, du bringst, wie du gerade schon gesagt hast, mal eben so ein Lunga und Nagyombo, die beide, glaube ich, von Strahlen ja vor der Saison gekommen sind, ne? Bringst du Genau. mal eben? Ich kann mich gerade noch an das Spiel von Strahlen gegen Duisburg im Niederrhein-Pokal erinnern, wo Lunga wirklich auch über die rechte Flanke dann quasi dann wirklich nochmal Dampf gemacht hat mit seinen längeren Stelzen dort, wirklich raumergreifende Schritte gegeben hat. Und die zweite Geschichte, die ich mir dazu angeschaut habe, ist nochmal das mit Anton Heinz, weil du es gerade angesprochen hast. 24 Jahre alt, diese Saison schon 4 Spiele, 4 Tore immerhin. Und wir erinnern uns ja auch an den Doppelpack, ich glaube vor 2 Wochen war es, wo das ein oder andere sensationelle Tor auch dabei war. Der Junge hat jetzt 101 Spiele und 23 Tore. Er ist für mich so ein Sinnbild, wie man auch eine Entwicklung nach einem Wechsel nochmal beschreiben kann. Denn wenn man einfach mal schaut, also davor die Saison, also ist jetzt in seiner zweiten Saison bei Oberhausen, und davor die Saison beispielsweise, du hast es ja gerade angesprochen, bei Lippstadt, 37 Spiele, ein Tor, spricht jetzt nicht gerade unbedingt für Torgefährlichkeit. In seiner ersten Saison aber bei bei RWO, sorry, 37 Spiele, 13 Hütten schon. Und ich könnte fast irgendwie mal so meine Aktien reinwerfen, dass ich sage, das kann der auch diese Saison schaffen. Also mal schauen, ob er mehr als 13 Tore hinlegt. Und dann ist das, finde ich, so eine peu à peu, oder nicht nur peu à peu, sondern eine echt grandiose Entwicklung, die er dort hinlegt. Und wer weiß, ob man den dann, wenn er so genauso weitermacht, nicht sogar demnächst nochmal eine Liga höher sieht. Also schmeiße ich jetzt einfach mal so in den Raum. Will ich gar nicht ausschließen, ist für mich auch so ein Spieler der Kategorie unter dem Radar. Hat RWO mit Sebastian Mai jetzt diese Saison noch einen verpflichtet, der noch ein bisschen Anlaufzeit, glaube ich, in Oberhausen braucht. Nicht Sebastian Mai von Rot-Weiß Ahlen. Sebastian Mai?
Ja, der heißt tatsächlich Sebastian May. Ja, musst du nur dem einen oder anderen MSV-Fan vielleicht mal einmal kurz Entschuldigung, erklären. Sebastian May, Stefan war jetzt gerade ein wenig irritiert, weil der MSV Duisburg tatsächlich vor der Saison von Dynamo Dresden einen Innenverteidiger verpflichtet hat, der ebenfalls Sebastian May heißt. Und den Jungen, den ich meine, das ist ein Außenstürmer von Rot-Weiß Ahlen, den sie vor der Saison verpflichtet haben. Ist eine ähnliche Kategorie, die auch so ein bisschen unterm Radar läuft, dem ich aber auch ähnlich wie Anton Heinz eine sehr, sehr gute Entwicklung zutraue. Und Heinz hat damals schon in Lippstadt eigentlich ganz gute Ansätze gezeigt. Nicht umsonst hat er in Oberhausen gespielt und dort zeigt er jetzt sein Potenzial. Und ich bin bei dir, der Junge ist jung, der bringt gute Leistungen, der zeigt die dieses Jahr auch weiterhin konstant. Dem traue ich auch zu, dass der nächste Saison vielleicht eine Liga höher spielt. Absolut. Aber geil, du sagst gerade Sebastian May, ne? Weißt du eigentlich, dass RWO auch jemanden hat, der Christian Merz heißt? Ja, Also, tatsächlich. sensationelle, sensationelle Sachen, die mir gerade so zwischen Tür und Angel auffallen. Oder diese Wortspiele, Wahnsinn, oder? Frisch Mein Gott. verpflichtet zurück von Steinbach-Halger, so ziemlich, Ja, der Christian Merz, genau. richtig, richtig. Ja, und gleich wollen wir auf jeden Fall nochmal über die insgesamten Ergebnisse sprechen und gleich kannst du auch nochmal deinen Erfahrungsbericht zu Wuppertaler SV gegen Alemannia Aachen hier reinhauen, inklusive des vielleicht wie auch das Gewinnspiel vonstatten ging. Wir hatten ja dazu aufgerufen. Vielen Dank nochmal an Skion Digital. Aber vorweg dann nochmal folgende Partie. Und zwar der SC Preußen Münster trennt sich 1:1 von den, kann man sagen, von den kleinen Gladbachern, weil von Seiten Münster wurde ja schon wieder so ein bisschen geschimpft. Hey, da ist doch zumindest der ein oder andere, der im Kader oder zumindest gelistet wird bei der ersten Mannschaft, wo ich jetzt aber auch sage, hey Leute, da war jetzt kein Player oder da war kein Thüram oder da war jetzt auch kein Janschke, selbst ein Janschke, der jetzt nicht den klangvollsten Namen hat, aber der auch gestandener Spieler ist, da waren natürlich etliche Nachwuchskicker dabei. Würdest du mir da Bin ich recht bei geben? dir. Bin ich ehrlich gesagt voll bei dir. Also, du kannst, glaube ich, in jeder Begegnung gegen eine U-Mannschaft durchzählen und sagen, da sind aber mindestens vier, fünf, sechs Leute, die aber einen Profivertrag haben. Ja, die mögen den Profivertrag haben. Ja, die mögen auch da oben ab und an mal mittrainieren. Das mag auch alles seinen Vorteil haben dann hinterher. Aber im Gegenzug darfst du ja auch nie außer Acht lassen. Die haben da oben noch keine, im Großteil noch keine Einsätze gehabt. Und die sind unter der Woche dann auch aus dem Trainingsbetrieb raus. Die werden zum Teil ja dann abgestellt für die U-Mannschaft und haben keinen großen Bezug zu den einzelnen anderen Spielern, die da auf den Platz kommen. Also ich sehe das ähnlich wie du, die ganze Geschichte. Was ich ganz spannend finde bei den Gladbachern ist, die haben mit Doucouré da hinten einen Innenverteidiger drinstehen, der ja eine lange, lange Leidensgeschichte hat. Der ist, glaube ich, 2018 von PSG verpflichtet worden und hat 4 Jahre lang mit diversen kleinen und großen Verletzungen zu kämpfen gehabt und soll jetzt ganz behutsam wieder aufgebaut werden. Das ist so spontan der Einzige, wo ich sage, okay, wenn der mal komplett fit wieder ist, dann ist das ein Profi, dann ist das definitiv ein Profi, der wird da auch seine Einsätze kriegen, ganz klar, das ist auch der Plan. Und bei allen anderen, ich habe das bei Borussia Dortmund vorletzte Wobei Saison bei der U20. Netz ist doch auch kein schlechter, oder? Ja, Luka Netz, okay. Hm? Also Luka, ich glaube Luka Netz, ja. Hm? Ich habe es bei Borussia Dortmund in der U23 gesehen, letzter Spieltag gegen Wuppertal, wo sie dann aufgestiegen sind. Da standen Steffen Tigges auf dem Platz, da standen Ansgar Knauf auf dem Platz. Das sind aber alles Jungs, die sich das in der Regel verdient haben, hochzugehen. Das ist ja sehr, sehr selten, wie jetzt in dem Fall von Netz jemand, der ursprünglich für die erste Mannschaft verpflichtet worden ist und dann mangels Leistung oder Ähnlichem darunter kommt. Also das ist ja, in der Regel sind es ja Talente, die mit einem Vertrag ausgestattet worden sind für die erste Mannschaft und nicht andersrum. Deswegen sehe ich das total entspannt und du wirst bei jedem Spiel gegen eine U23 oder U21 mindestens vier, fünf Leute haben, die einen Profivertrag haben. Das ist so. War auch das erste Spiel von Dennis Grote wieder in der Startelf, zurück in Münster also. Der legte auch dann geschickt mal via Freistoß von rechts durch die Mitte auf. Dort war dann Marc Lorenz zur Stelle, 1:0, 9. Minute. Ja, und die Gladbacher sollten dann nochmal kontern in Form von Lieder, der einen Foul-Elfmeter hier in der 67. Minute zum 1:1 Endstand verwandelt. Von daher würde ich sagen, Sven, trotzdem eine Überraschung, dass Münster jetzt dann doch mal Punkte liegen lässt. Erst recht zu Hause auf der Baustelle im Preußenstadion. Ja, wird ja jetzt mittlerweile richtig dran geackert. Und auf der anderen Seite, ja, die Preußen eigentlich ja trotzdem noch gut in der Spur. Also ich denke mal, 10 Punkte aus 4 Spielen, also liest sich dann doch noch gut. Aber ja,
kann, wie man ja aus der Erfahrung heraus oder aus der Historie besser gesagt weiß, kann alles am Ende des Tages, jetzt haben wir es zum zweiten Mal heute schon gehört, kann aber wirklich dann am Ende fehlen. Solche absolut, Dinge. Ne? Ja, wobei man da auch sagen muss, es ist, ich glaube, da hat auch einfach das Spielglück am Ende gefehlt. Also Preußen ja auch mit den qualitativ besseren Torchancen, Gladbacher ja nicht so überragend viel vom Tor gewesen. Ja, und dann hast du halt manchmal so ein Spiel. Ne? Also ich glaube, die Münsteraner werden das aber relativ zügig wegstecken. Wenn die das Nachholspiel gegen Aachen gewinnen sollten, dann haben sie die 3 Punkte und dann haben sie dieselbe Punktzahl wie die beiden Aufsteiger da oben. Und dann ist ja noch nichts passiert. Und ich glaube auch nicht, dass Münster so viele Punkte lassen wird im Laufe dieser Saison. Also die werden jetzt keine 102-Punkte-Saison mehr schaffen, das ist klar, aber ich glaube auch nicht, dass die jetzt nur 70 Punkte holen am Ende des Tages oder so. Also ich glaube, es wird schon wenig solche Spiele geben. Ich grüße nochmal ein paar Leute, und zwar den Kevin, der gerade wohl angeblich aus, nicht nur angeblich, der aus Meppen zurückgekommen ist. Schöne Grüße, Kevin, dürftest ja beste Laune haben. Dann haben wir hier noch den anderen Kevin, den Kevin Rapp, dann haben wir den Lukas, dann haben wir den FO1, den habe ich auch, habe ich vorhin schon gesagt. Viele, viele weitere, den Benedikt sehe ich hier noch, den Masi, wie immer, hier jeden Sonntagabend bei uns am Start. Leute, viel, viel Spaß hier an dieser Sendung, wie auch bei allen anderen Programmen. Bitte kleiner Appell nochmal für alle, die es nicht gemacht haben, liken, liken, liken. Das macht uns dann immer froh, das hilft uns weiter. Ist unsere Belohnung für unsere Arbeit hier. Und Sven, jetzt haben wir es hier mehrmals schon angeteased. Jetzt kommen wir natürlich noch zu einer kuriosen Partie. Jetzt können wir aber im Vorfeld vielleicht erstmal aufklären, was wir drumherum so veranstaltet haben. Denn wir hatten ja jetzt hier 2 Wochen lang den Aufruf, hey Leute, wir haben die Möglichkeit in Form von deiner Person, dass du es eingefädelt hast, über Skeon Digital, dem Werbepartner hier dementsprechend oder der Agentur, die für den Wuppertaler SV tätig ist, 2 VIP-Karten mal rauszufeuern. Da hatten wir die Fiona, die es dann Mitte letzter Woche gewonnen hatte. Die hat sich unglaublich darüber gefreut, ist meines Wissens nach dann im Endeffekt dann mit ihrer Freundin dort aufmarschiert. Schöne Grüße erstmal an euch beide und ja, erzähl doch mal, was die beiden dort erleben durften. Ja, also es hat tatsächlich auch alles wunderbar funktioniert, so wie wir uns das alles vorgestellt haben. Mit dem VIP-Bereich, die Mädels sind dann dort auch aufgetaucht und haben dort alle Möglichkeiten gehabt. Die Spieler sind nach dem Spiel noch dort aufgetaucht. Also es gab dann auch genügend Möglichkeiten, noch mit dem einen oder anderen vielleicht ein Foto zu machen, der dann, je nachdem wie die Laune der jeweiligen Spieler natürlich immer gewesen ist nach so einer Partie, ganz klar. Und ja, ansonsten die Möglichkeit, das Spiel aus bester Lage eben zu sehen. Speis und Trank, du konntest das Spiel rein theoretisch aus dem VIP-Raum sogar verfolgen mit einer Live-Übertragung da rein. Also es war schon einiges gegeben und ich glaube, die beiden hatten schon ordentlich viel Spaß dabei. Ja, stark. Und jetzt kann man ja sagen, mein Gott, der Wuppertaler SV, der hat sich ja vor der Saison so als Mitaufstiegskandidat nicht selbst tituliert, aber es wurde ja darüber gesprochen. Und Alemannia Aachen tritt seit vielen, vielen Jahren jetzt mittlerweile schon auf der Stelle. Und man hat jetzt so das Gefühl, mit diesem 0:0 spielen da oder haben da 2 Mannschaften gegeneinander gespielt, die irgendwie komplett im Niemandsland verschwinden und die man auch gar nicht so recht einschätzen kann. Wir werden ja gleich auch mit Blick auf die Tabelle sehen. Aachen gerade 14. Der Wuppertaler SV auf Platz 11 nach 5 Spieltagen mit 6 Punkten. Ist ja alles andere als das, was man sich da vorgestellt hat. Und wenn man jetzt schon schaut, wie viele Punkte man jetzt schon Rückstand hat, das ist mit Sicherheit eine große, große Überraschung. Wir haben ja auch die ganzen Transferaktivitäten verfolgt. Wir haben über Stiepackmann gesprochen. Wir haben über die sensationelle Arbeit von Mehnert und von Küsters gesprochen in den letzten Jahren. Ist das halt wirklich, wenn wir jetzt gerade davon gesprochen haben, wie der Spagat für Rot-Weiß Essen in der 3. Liga, vielleicht zwischen Regionalliga und 3. Liga, extrem schwierig zu handeln war, in Bezug auf zum Beispiel die Kondition oder sowas in der Art. Ist es vielleicht das, was man auch in Wuppertal so ein bisschen ein Stück weit unterschätzt hat, dass wenn so ein Schwergewicht raus ist wie RWE, wenn wir jetzt selber nochmal 2-3 Mal richtig schön nachlegen, und wir sagen oder wir denken oder wir gehen davon aus, wir sind es jetzt, dass du es aber auch erstmal auf dem Rasen zeigen musst. Ja? Also nur weil da jetzt das ein oder andere gesprochen wird, nur weil der ein oder andere Spieler jetzt kommt, heißt es ja noch lange nicht, dass die Spiele automatisch gewonnen werden.
Erstens heißt das nicht, dass die Spiele automatisch gewonnen werden. Und das heißt auch nicht, dass du beispielsweise dieselbe Stimmung, dieselbe Harmonie in den Kader kriegst oder diese aus der letzten Saison rüber transportiert kriegst. Ne? Ich habe am Freitag war Semir Saric im Stadion. Schöne Grüße nach Offenbach. Der hat heute 1:0 gegen Rot-Weiß Koblenz verloren. Also da sieht es auch nicht so gut aus. Mit dem habe ich kurz gesprochen und der hat halt auch nochmal bestätigt, die Stimmung, die du letzte Saison in der Truppe gehabt hast, die war besonders. Der war 4,5 Jahre in Wuppertal, der hat gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt und ich habe auch in Offenbach jetzt eine total tolle Truppe, aber so eine Stimmung, so ein Zusammenhalt, so ein Teamgeist, den habe ich noch nie erlebt in meiner Profifußballerkarriere. Und da gab es ja einige Stimmen. Und das hat letzte Saison auch sehr, sehr viel ausgemacht, dieser Zusammenhalt. Und ich glaube, dass mit der Anzahl an neuen Leuten, die du jetzt holen musstest und mit den Leistungsträgern, die du abgegeben hast, zu konservieren, ist ganz, ganz schwierig. Und das klappt, glaube ich, momentan noch nicht so ganz. Das siehst du, das habe ich ja schon das ein oder andere Mal gesagt, auch im Spiel selber, in der Rückwärtsbewegung, im Umschaltverhalten beispielsweise. Wobei das jetzt gegen Aachen schon eine ganze Nummer besser war. Vielleicht zu dem Spiel generell, ihr seht Tore, Fehlanzeige. Also es hat ja, es war jetzt nicht das Topspiel des Spieltags. Es war ein Traditionsduell, die Stimmung war gut auf beiden Seiten und das Spiel hat nicht ganz so viel dazu beigetragen. Beide waren erstmal darauf bedacht, die Null zu halten, ganz klar. Der WSV hat das gut hingekriegt, Aachen hat das gut hingekriegt. Das heißt, das Spiel hat sich im Prinzip im Mittelfeld abgespielt zwischen den Abwehrreihen. So. Also war jetzt nicht das Highlight-Spiel, nicht mega spannend. Aachen hat sich dann im Laufe der Partie ein leichtes Chancenplus erarbeitet. Es gab nicht viele hochkarätige Chancen. Der WSV hat 1, 2, 3 gehabt. Aachen hat welche gehabt. Hat ein leichtes Plus gehabt. Dino Bayric mit einem tollen Volley-Schuss noch gegen den Pfosten. Da hätte Sebastian Patzler null Chance gehabt. Yannick Mause, der dann im 1 gegen 1 gegen einen sehr, sehr starken Sebastian Patzler scheitert. Also der hat am Wochenende am Freitag wieder bewiesen, dass er ein richtig guter ist, nach seinem Patzer gegen Bocholt. Also von daher, da hat er das wieder unter Beweis gestellt. Ja, und dann gab es eine Szene in der, ich glaube, 89., 88., 89. Minute. Da hat der Kommentator im Livestream nämlich ganz, ganz klar gesagt: Ja, Freunde, ganz klares Abseits. Flanke von Korzuschek und dann steht da Dimitri Mbongo und köpft das Tor. Und dann steht es 1:0. Die Aachener freuen sich, der Schiedsrichterassistent hebt die Fahne und der Kommentator sagt: Nee, Freunde, das war auch Abseits. Der stand so meilenweit im Abseits. Und scheinbar habe ich damit so eine kleine Diskussion losgebrochen, weil plötzlich kriegte ich gestern die ein oder andere Nachricht über die Social-Media-Kanäle. Guck dir das doch bitte nochmal an und bin auch bei der ein oder anderen Geschichte verlinkt worden, wo es dann hieß: Nee, das war kein Abseits. Also man kann sich jetzt vortrefflich drüber streiten. Ich habe mir das Standbild hinterher nochmal angeguckt. Ich persönlich bleibe dabei, es war Abseits, aber es war deutlich knapper. Stefan, du wirst die Situation auch noch mal dir angeguckt haben. Wie ist denn dein Empfinden dabei? Ja, sehr gut, dass du es ansprichst. Denn ich habe es natürlich ein bisschen anders wahrgenommen, aufgrund dessen, dass ich erst im Nachgang nochmal geschaut habe, dass du es mir auch nochmal geschickt hast mit der einen oder anderen Szene. Man kennt es ja von Instagram beispielsweise, wenn du zum Beispiel eine Story hast, dann tipp, 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 um immer so ein kleines Stück weiter zu scrollen, sage ich jetzt mal. Und ich habe wirklich so weit angehalten, das Bild, wo ich der Meinung war, dass er gerade den Ball am Fuß hat. Und für mich sah es genau in diesem Moment so aus, als ob er leicht im Abseits stand. Aber aus dieser Perspektive wohlgemerkt, also mittlere Perspektive von der Höhe der Mittellinie Richtung 16er gerichtet, also so quer oder schief besser gesagt. Deswegen also jetzt nicht liniengetreu, wenn man da diese kalibrierte Linie ziehen würde. Aber für mich sah es so aus. Und natürlich haben wir ja gerade auch im Vorfeld schon darüber gesprochen, wir hinter der Kamera. Ich kann das schon verstehen, dass auf der einen oder auf der anderen Seite dann immer Ärger entsteht. Aber ich glaube, dass es sich hier nicht grundsätzlich um eine katastrophale Fehlentscheidung handelt. Das ist Punkt Nummer eins. Und dass auch beide Mannschaften und beide Vereine echt gut damit tun, sich auf ihre Stärken und auf ihre Leistungen zu fokussieren und konzentrieren. Denn das sind bei beiden Seiten jetzt wieder nicht genau dieser Start, den man sich vorgestellt hat. Von daher glaube ich, haben beide gerade andere Probleme. Das wäre natürlich, wenn man es so will, für Aachen ein Tor gewesen. Aber dementsprechend Genau. natürlich auch das wieder eine Möglichkeit gewesen, um jetzt mal ein Positiverlebnis zu ziehen. Trotzdem glaube ich, dass man jetzt die Kirche dort nächsten 5 € im Dorf lassen sollte, denn es geht weiter. Wir reden jetzt hier über Regionalliga und nicht über die Bundesliga, denn ja, da wird man sich noch ein paar
Jahre dran gewöhnen müssen, bis dort der Videobeweis dann in Kraft tritt. Genau, und wir haben uns auch im Off vorher darüber unterhalten. Wir können ja überhaupt froh sein, dass wir überhaupt die Möglichkeiten haben, uns sowas so intensiv mittlerweile bei der Regionalliga auch schon anzugucken. Das ist ja schon ein Quantensprung, Qualitätssprung, muss man ganz klar sagen. Aber es ist natürlich auch so, gerade wenn du da, ich sag mal in Anführungszeichen, unten drin stehst oder besser gesagt die Scheiße am Fuß hast, dann schlägt das Pendel halt eben nicht positiv aus in solchen Situationen für dich. Das ist immer schon so gewesen. Wenn du oben stehst, wenn Aachen jetzt auf Rang 1 gestanden hätte beispielsweise und der WSV wäre auf 13, 14, 15 und dann kriegst du in der 88. die Situation, ich würde zu 95% davon ausgehen, dass es dann 1:0 für Alemannia Aachen steht und dass das Ding durchgewunken wird. Das ist einfach so. So, und da, ich glaube, das hat jeder von uns und jeder, der auch im Stream ist, schon häufig genug gesehen. Es ist für Aachen natürlich extrem bitter und extrem ärgerlich, weil sie sich wieder mal für den großen Aufwand, den sie fahren, nicht belohnt haben und deswegen da unten wieder so ein bisschen drin hängen. Auch da, irgendwann wird dieser Knoten platzen. Das traue ich den Jungs zu, weil ich auch einfach diese Einstellung jedes Mal sehe. Da glaube ich fest dran. Der Wuppertaler SV macht mir tatsächlich so ein bisschen Sorge, weil ich da noch nicht so wirklich sehe, wie man da diese Problematiken alle so richtig in den Griff kriegen will. Also, ne, ich habe das eben gesagt, Rückwärtsbewegung, das ging schon ein bisschen besser, aber es geht wirklich nur über das Thema Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und du brauchst halt einfach auch mal ein wirkliches Erfolgserlebnis dabei, dass dann vielleicht ein Dosenöffner ist. Dann werden wir sehen, wann das passiert. Wie gesagt, aber Traditionsduell 0:0, spielerisch ausbaufähig und dann gucken wir mal, wie es für beide nächste Woche dann weitergehen wird. Dann lass uns doch mal zusammen mit allen hier auf die. Ja, wo haben wir es hier? Wo können wir es einblenden? Warte mal. Wo können wir denn hier mal reingehen? Wir haben ja nämlich noch die Tabelle. Jetzt switche ich hier die ganze Genau. Zeit hin und her. Warte mal. Ich glaube, es sollte aber hier sein. Sekunde. Jetzt gehen wir mal Gucken wir in rüber. der Zwischenzeit immer wieder die Kommentare durch. Einen fand ich gerade eben ganz, ganz klasse, der mir attestiert hat, er wüsste nicht, ob ich Sven wäre oder ob ich Mark Forster wäre. Ich habe tatsächlich schon mit dem Gedanken gespielt, den Bart abzunehmen und hier tatsächlich so ein Oberlippenbärtchen mal stehen zu lassen. Wir können ja mal die Community darüber entscheiden lassen, ob wir das, ob ich das machen soll oder Oh nicht. mein Die Gott. Oh, so weit ist es jetzt schon gekommen, nach 5 Sendungen. Oh mein Gott. alles schon mit einbeziehen. Nein, aber ich finde es auch einfach mega, wenn ich immer wieder sehe, wo alle so herkommen, die in unserer Community mit teilnehmen. Ne? Also es ist immer wieder faszinierend, sei es. Man sieht Kaiserslautern, Essen, Duisburg natürlich mit dabei. Aachener habe ich heute glücklicherweise auch schon gesehen. Ich freue mich natürlich, wenn Aachener und Münsteraner uns auch hören. Das ist natürlich auch Ziel, dass ihr mit dabei seid und wo alle da so herkommen. Es ist faszinierend. Ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr alle mit dabei seid. Wie gesagt, Stefan hat es eben gesagt, liken natürlich gerne. Und jetzt gucken wir uns nochmal den gesamten Spieltag kurz an und dann auch nochmal einen kurzen Blick auf die Tabelle, bevor wir dann wahrscheinlich zum Spieler des Tages kommen, würde ich behaupten. Genau, ich werde nämlich jetzt gleich mal für alle Leute da draußen, wir waren auch gerade über 100 zwischenzeitlich, hat jetzt gerade ein bisschen nachgelassen. Vielen Dank dafür für eure Unterstützung. Ihr könnt trotzdem noch mal einmal liken und dann werde ich jetzt hier gleich die Umfrage beenden. Falls der eine oder andere ein bisschen enttäuscht ist, dass wir hier diese 4 Leute genommen haben, ja, ihr bestimmt auch mit, wohin der Weg geht. Also, der Sven hat ja gerade gesagt, wenn zum Beispiel jetzt hier demnächst viel, viel mehr Leute aus der Regionalliga noch auf uns aufmerksam werden, aus Aachen, aus Münster, vielleicht auch aus Kahn-Marienborn, haben wir ja heute gelernt, die Herkules-Arena, Wahnsinn. Dann werden natürlich nach und nach hier auch mehr Spieler von euch dabei sein. Aber in erster Linie natürlich, wenn wir daran messen, wo der Sven sich arbeitsbedingt immer rumtreibt, wo ich unterwegs bin. Leute, ihr bestimmt mit, wer es am Ende hier wird. Wir hatten jetzt auch wieder hier 4 zur Auswahl und wir haben schon, glaube ich, im Hintergrund gesehen, wer es jetzt hier letztendlich geworden ist. Kommen wir aber gleich drauf zu sprechen, denn Genau. wir vervollständigen einfach mal den Regio-Spieltag und sagen. Der 1. FC Düren gewinnt 3:2 gegen den 1. FC Köln 2. Fortuna Köln kommt nicht vom Fleck, spielt 0:0 gegen die kleinen Schalker. Münster 1:1 gegen Gladbach. Düsseldorf gewinnt 2:0 gegen Strahlen. Sunday Oliseh, also nicht mehr Trainer in Strahlen. Sven, dazu noch ein Wort.
Ich habe heute die Bilanz gesehen von Sander Ulisee. 5 Spiele, 5 Niederlagen. Das beste Spiel haben die Jungs, glaube ich, abgeliefert im DFB-Pokal gegen Pauli? St. Pauli mit dem 3:4. Und in der Liga hat es vorne und hinten nicht gepasst. Aber man muss auch dazu sagen, Strahlen ist kein einfaches Pflaster. Ich habe mich vor der Saison mit einem Spieler des SV Strahlen unterhalten, der namentlich nicht genannt werden möchte, der mir gesagt hat, ja, es ist halt auch manchmal einfach ziemlich schwierig mit Hermann Tecklenburg. Du weißt halt, das Geld kommt pünktlich und das Geld kommt gut, das ist alles toll, aber der nimmt halt auch schon durchaus mal Einfluss auf die ein oder andere Geschichte und das ist wohl auch nicht ganz so einfach. Und ich glaube, das Projekt Sander Ulisee hat dann eben nicht sollen sein. Er hat die Reißleine gezogen, ist vielleicht auch für alle Beteiligten einfach besser gewesen. Und jetzt geht es darum, dass man wieder mal einen neuen Trainer sucht beim SV Strahlen, der den Karren aus dem Dreck zieht. Noch ist ja nichts verloren dort, auch wenn die Bilanz aktuell verheerend aussieht mit 0 Punkten und 1:7 Toren. Ich bin gespannt. Ist aber momentan so ein bisschen der Chaos-Club der Liga, muss man auch sagen. Genau, und dann haben wir noch Marienborn, die gewinnen also ihr Spiel. Aalen gegen Bocholt 2-2, Wuppertal, wie angesprochen, gegen Aachen 0-0 und ebenfalls 0-0, Wattenscheid gegen Wienbrück. Ergibt folgendes Tabellenbild: Kann Marienborn, genau wie der 1. FC Düren, auf den ersten 2 Plätzen, beide als Aufsteiger, sensationell, also Glückwünsche gehen dort hinterher raus. Dann haben wir Preußen Münster und RWO, genau wie Rödinghausen, die die nächsten Verfolger darstellen. Und ganz, ganz unten der 1. FC Bocholt, der 1. FC Köln und der SV Strahlen. Sven, jetzt haben wir es gerade schon gesehen, du hast es mit Sicherheit auch schon gesehen. Wir küren heute Abend nochmals dann halt das, ja, Spieler im Westen des Tages, Man of the Match, alles. Von Im daher, Westen des Tages, dem genau. Besten des Tages, genau, mach es doch ganz kurz. Jetzt habe ich hier wieder diese kurzen Grafik. Mensch, jetzt hatten wir es doch vorhin ausgewechselt. Ein guter Sieger ist ja richtig. Das ist ja schon mal das Entscheidende So, dabei. jetzt haben wir Markus Pazurik. So, also, Vincent Müller gewinnt die Abstimmung. Immerhin 126 Leute haben dort auf Klicken gedrückt mit 71%. Und ich glaube, es ist sehr, 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 sehr eindeutig, Sven. Und das bedeutet, dass Vincent Müller sich wieder an die Spitze setzt nach dem ersten Spieltag, denn es ist die zweite Nominierung und nicht nur die Nominierung, sondern es ist der zweite Pokal für einen der Tageswertungen. Und von daher führt er diese Rangliste an. Glückwunsch an Vincent Müller, hat er sich verdient. 80 Meter Tor heute aus der eigenen Hälfte. Und dazu hören wir jetzt gleich im Anschluss um 21:15 Uhr, ein paar Minuten werden wir dann später sein, circa bei 19:02 Uhr mit Michael und Stefan. Ich sage, Sven hat mir wie immer jeden Sonntag richtig Bock gemacht, weil es ist einfach dieses unbefleckteste Format, so möchte ich jetzt mal sagen. Einfach mal so locker, flockig heraus, trotzdem mit ein paar Themen, mit einer, glaube ich, ganz guten Kategorie oder mit einem Ranking mittlerweile hier. Also dort gibt es schon sowas wie einen roten Faden. Macht mir aber trotzdem in unserem Beisein hier eine Menge Spaß. Von daher sage ich, nächsten Sonntag geht es hier weiter. Dann wahrscheinlich wieder Punkt 20 Uhr, denn das wird hier immer so eine richtig harte Nummer. Jetzt geht es nämlich direkt weiter. Ich sage, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für alle Leute, die ab morgen den Podcast hören. Sven, wie immer, vielen, vielen Dank an dich und dir gehören wie immer die letzten Worte. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ja, an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an Vincent Müller, muss man ganz klar sagen. Der macht sich ja gerade auf, unseren wunderschönen Pokal, den wir noch bestimmen werden, wahrscheinlich dann abzustauben. Und ja, es hat mir auch wieder wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier zu philosophieren in diesem Format. Immer sehr, sehr cool. Wie gesagt, auch die Community macht sehr viel Spaß. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen euch allen und wir hören und sehen uns dann nächste Woche Sonntag voraussichtlich so gegen 20 Uhr wieder bei Im Westen. In diesem Sinne, tschüss, ciao und auf Tschüsseldorf. Tschüssi! Schöner Ball vorne rein auf Mayella. Jetzt folgt er ab.